Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir wollen jetzt diese Truhe öffnen. Bum! Ich könnte die Luft in voll Glück. Bum! Solche Schwingungen habe ich schon seit 1500 Abonnenten nicht mehr gespürt. Bum! Die Sache gehe ich auf den Grund. Bum! Beantworte mir nur schnell ein paar Fregelchen, Bam. Okay, Boom. Auf geht's, Rums. Du fragst dich ständig, ob das Licht im Kühlschrank wirklich aus ist. Ja. Ne? Ja. Aus irgendeinem Grund träumst du vor deinem Test dein Zimmer auf. Auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, lass uns nur Freunde sein, dann denkst du, na klar. Das muss ich wirklich zustimmen. Ja. Lass uns Freunde bleiben. Wirk. Du hast nicht noch eine Ahnung, warum stehst du diesen Unsinn in Frage? Genau. Online-Shopping ist für dich eine wundervolle und zauberhafte Erfahrung. Schon immer? Ja, schon immer. Du hast einmal einen Pulli falsch rum angezogen, aber es war dir egal. Ja, das weiß ich noch. Es reicht! Du bist wach, willst du schlafen? Bist du müde, willst du wach sein? Bin ich wach, will ich schlafen? Bist du müde, will ich wach sein? Eigentlich nicht. Diese Fragen gehen dir langsam auf die Nerven. Das hast du gesagt. Ja. Jobs, 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 boom! Wahnsinnsschwingungen, blam! Ich habe mich entschieden, bada boom, du bist meiner Kraft würdig. Wie dem auch sei. Das explosive Pixel namens Kabumso begleitet dich jetzt auf deinem Abenteuer. Springen mit dem Gegner und Blöcke in die Luft. Möchtest du ein anderes Pixel einsetzen, wähle es einfach im Pixelmenü. Jetzt brennt in die Luft zu Kabum. Rock'n'Roll, zu Boom. Müssen die eigentlich alle so bekloppt sein? Ach, da ist ja ein Riss. Ich habe den nur probeweise dahin gelegt. Hier ist ja noch was. Onkel, pass auf, Karte. Okay, cool. Jetzt ist gar nicht so schwer zu verstehen. Wir legen einfach Bomben hin. Bomben. Genial. Genauso war ich das jetzt. Bomben. Und ich habe ja schon einige Stellen gesehen, in denen Röhren verstopft waren. Bomben. Bomben. Was bist du für einer, hey? Wie stark bist du? Bomben. Hey, cool. Trifft Gegner mit Blitzen. Ha, Bomben. Schön, aber ich werde nur mal links gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob da was war oder nicht. Ich werde einfach mal gucken. Weil hier war Wasser. Nee, hier war ja gar nichts. Hier war tote Hose. Deswegen gehen wir jetzt da weiter. Juhu! Da, wo wir die Herzsäule hatten, da war auch eine Röhre, die zu war mit so Blöcken. Warum habe ich das eigentlich getan? Warum mache ich jetzt drei Türen? Vier Türen? Fünf Türen? Okay. Bitte nur vier. Ah, ab in die erste. Ein Goomba. Stirb. Okay. Stirbst du auch bitte? Ah, wir können sie sofort auslösen, wenn wir wollen. Das macht die Sache erheblich interessanter. Stellt sich für mich ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier los? Ein blauer Schalter, spring auf ihn oder triff ihn! Eine Idee habe ich, ja, aber dazu brauchen wir die Goombas. Aufgepasst, wir versuchen's! Mit Wurfowitz? Ey, sind die Goombas jetzt wieder... Ich wollte eigentlich versuchen, da durchzuschmeißen.
Also, dass ich die hochschmeißen kann mit Wurfowitz. Keine Ahnung. Nächste Tür? Vielleicht führt das alles in denselben Raum. Guten Tag. Darf ich Sie stören? Perfekt. Okay, oben sind Münzen. Was soll ich denn da hochkommen? Ich guck mir das Ganze erstmal zu Ende an. Jetzt sind wir nämlich irgendwo oben. Friss. Selbst schuld. Hier wird es wohl irgendwo ein Loch geben. Ah, ha, ha. Moment. Aha. Das löst doch alle Rätsel. Yay. Kann ich nicht runterfallen? Oh Gott. Okay, das hätten wir. Das war die dritte Tür. Und jetzt gehen wir die vierte. Die müsste uns wieder an die zweite bringen. Nee, an die erste. Das ist ja die zweite. Ja, gut. Prinzip verstanden. Genau so ist es. Hallo. Und tschüss. Prinzip ist gleich geblieben. Was habe ich jetzt davon? Da kommt die fünfte Tür. Was war das? Draußen muss was passiert sein. Okay. Okay, okay. Welche Überraschung? Damit konnte man überhaupt nicht rechnen. Oh nein, schon wieder der Scheiß. Hey, das Ziel! Oh mein Gott. Ende des Kapitels! Da, 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 da. Ich möchte das Spiel speichern und Leute, diesmal wird es ein verdammt kurzer Part, weil ich jetzt aufhören möchte. Nicht, weil ich euch nicht mehr lieb habe. Nee, Leute. Der Part wird halt diesmal ein bisschen kürzer. Entschuldigt. Aber noch das Outro. Moment. Auf der anderen Seite des Sumpfes wartet ein beeindruckendes Haus. Das war meins. Das muss Millies Villa sein, rief Peach voller Freude. Jetzt mussten sie nur noch das reine Herz finden. Aber wann waren die Dinge je so einfach für Mario? Voller Anspannung drangen unsere mutigen Helden in Millies Villa vor.